Endlich ist es soweit, jetzt kommt das Video zu meiner Tastenbelegung in Rocket League. Und generell eins vorweg, ich werde jetzt hier meine Settings zeigen, wie ich mir den Controller zusammengestellt habe, so wie ich es persönlich am besten finde, beziehungsweise ich probiere es gerade noch aus, aber generell bin ich schon sehr überzeugt davon. Warum sage ich das jetzt? Es gibt hier in diesem Sinne keine, das ist die richtige Antwort für die Tastenbelegung. Ich sage euch hier einen Weg, ich zeige euch noch andere Wege, aber generell ist das Gefühl für jeden anders. Der andere kann mit dieser Tastenbelegung besser umgehen oder mit der. Deswegen müsst ihr es hier auf jeden Fall nicht eins zu eins kopieren, denn es kann ja sein, dass hier irgendwie anders einfach besser mit klarkommt als ich halt, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und gehen mal ins Training rein und ich zeige euch einfach mal, was ich denn so geändert habe. So, wenn wir jetzt hier einmal in die Settings hier reinschauen, werden wir merken, dass klar, ne, Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren ist gleich geblieben, aber was sich hier geändert hat, ist, dass sich der Boost und die Aero bzw. Power Drift. Hier haben wir einmal den Boost auf R1. Früher war das, glaube ich,